alle zusammen. Heute legen wir mal schon direkt los. Und zwar, Öl ist schon in der Pfanne, neutrales Öl und eine Zwiebel. Und zwar, das ist ein ganz einfaches Rezept, total simpel. Aber wir haben das früher öfters am Abend gemacht, wenn man zwar mittags schon warm gegessen hat, hat aber ab und zu mal abends trotzdem irgendwie Lust gehabt auf was Warmes. Aber jetzt auch nichts Schweres im Magen dann. Und dann haben wir das gemacht. Und zwar, Zwiebeln muss man nicht unbedingt nehmen. Ich glaube, meine Mutter hat früher keine Zwiebel genommen. Ich nehme jetzt eine Zwiebel, und also eine kleine. Und die tue ich jetzt, wie gesagt, etwas andünsten im neutralen Öl. Dann habe ich hier zwei Eier. Die habe ich jetzt einfach schon mal etwas verquirlt. Und dann habe ich hier einfach ein bisschen geschälte Tomaten mit Salz, Pfeffer und etwas Schnittlauch. Und jetzt tun wir erst die Zwiebel etwas andünsten lassen. Dann kommt das Ei dazu. Wenn das Ei gestockt ist, dann kommen unsere Tomaten und die Gewürze dazu. Und das kann man, wie gesagt, dann auch Low Carb essen, wenn man halt entweder ein Low Carb Brot dazu isst oder wenn man es halt nur so isst. Oder man isst halt mit dem normalen Brötchen, dann ist es halt nicht Low Carb. Das kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich finde es halt total lecker und eine gute Alternative, wie gesagt, wenn man am Abend einfach doch mal noch mal Lust hat, was Kleines, Warmes zu essen. So, genug geplaudert. Jetzt brutzelt die Zwiebel schon. Wir wollen sie aber nicht zu dunkel werden lassen, aber etwas glasig. Und dann kommen die Eier dazu. So, jetzt kommen die Eier dazu. Inwieweit man natürlich die Gewürze so übernimmt oder die etwas austauscht, das ist natürlich wieder jedem selbst überlassen. Und jetzt kommen, wie gesagt, unsere Tomaten dazu. Und halt die Gewürze, klar. So, das war's auch schon. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier noch ein Brötchen. Aber man kann es natürlich auch so essen. Ich müsste es theoretisch nicht probieren, weil ich es ja kenne. Aber mache es trotzdem sehr gerne. Also vor der Kamera. Ja, was soll ich sagen? Ich lieb's ja, also ich weiß ja, wie es schmeckt. Ich finde es halt das perfekte Essen. Hab's ja alles erklärt, muss mich ja nicht wiederholen. Deswegen macht's einfach nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!